Seid mir gegrüßt und herzlich willkommen zu einem weiteren Indie-Horror-Game. Wir spielen Paranormal Activity, gemacht mit der Unity Engine und kostenlos auf Game Jolt. Paranormal Activity Remastered. Genau, so heißt das Spiel im Ganzen. Schöne Musik, gefällt mir, hat sowas Akte X-mäßiges. Wow, Part 1 und Part 2. Was sollte ich darunter verstehen? Keine Ahnung. Strange sounds in a house, new adventure starts, you're trapped in your house the whole time without knowing, hearing strange sounds every night, you begin to see who or what it was. Seltsame Geräusche in unserem Haus, und wir schnappen uns eine Kamera und braten dem bösen Geist die Kamera über, und zwar mit Schmackes. Wir fangen einfach an. Also nachts um 3 Uhr sind wir aufgewacht. Wir haben einen lauten Türschlag im Haus gehört. Ich habe versucht, wieder einzuschlafen, aber dann habe ich ein Lachen gehört. Glas zerbrach und man hörte Türen schlagen. Dann habe ich nachgeschaut und wollte sicher gehen, dass nur ich im Haus bin. Okay. Das Glas haben wir schon mal gehört. Sind wir besoffen? Wir schwanken so. Achso, gerade aus unserem Bett aufgestanden. Okay, wir sind sehr klein wieder. Warum sind wir immer so klein in diesen Spielen? Weiß ich nicht. Gut, vielleicht krabbeln wir auch. Hä, was war das eben? Hä? Left click to interact. Ach so! Wow. Okay, dieser süße kleine Tisch. Ich komme hier vor wie in der Puppenstube. Ah, aus. Klick. Oh. Wo ist denn da eine Lampe? Okay, Marginalien, ich weiß. Machen wir weiter. Das gefällt mir gar nicht. Hi. Was haben wir denn für eine Drecksbude? Guckt euch das mal an hier. Den Herd haben wir vom Sperrmüll geklaut. Ja, der Kühlschrank sieht noch ganz neu aus. Aber hier die ganzen Möbel, das ist alles so klein. Gut, wir sind auch ziemlich klein. Das verstört mich sehr. Naja, egal. Und noch ein Fernseher. Ja, das ist ganz nett hier. Tö, zwei tolle Fernseher, aber kein Empfang. Ja, was liegt denn da? Wieso? Hallo? Press F for light, press E for no light. Hä, wieso rot? Muss ich das verstehen? Warum können wir... Okay. Unsere Nachtsicht wechselt zwischen grün und rot. Das ist ziemlich... Naja, gut. Ohne sehen wir gar nichts. Warum so laut? Dann rauscht der blöde Fernseher noch? Nee. Was rauscht denn hier so? Wir kommen die Treppe nicht mehr hoch. Wir kommen unsere eigene Treppe nicht mehr hoch. Na, endlich. Ich kann mich nicht erinnern, den eingeschaltet zu haben. Gut, am Anfang schon, aber ich habe ihn wieder ausgeschaltet. Bin doch nicht bekloppt. Diese vielen Kameraeinblendungen, die sind ganz stylisch, aber irgendwie nervig gleichzeitig. Dieser Soundeffekt in jedem zweiten Indie-Horror-Game wird er verwendet. Aber warum diesmal, weiß ich nicht. Wir haben nichts gesehen. Können wir crouchen? Können wir crouchen? Mit C? Nein, geht nicht. Gut. Ach, guck mal eine an. Mensch, machen wir mal Licht aus. Okay, wir haben irgendwas repariert. Und jetzt scheint wieder einer der Fernseher... What the f... Hi, Mr. Chair! Okay, wir haben Störungen auf der Kamera.
Die haben wir wohl wie alles andere in unserem Haus auch auf dem Sperrmüll gefunden. Wenigstens ist es schön hell jetzt. Oh! Ein bisschen Gänsehaut habe ich schon. Das ist doch keine Wohnung hier. Das sieht aus wie ein Bunker. Ohne Fenster. Oh, da! Licht! Hallo? Oh, das ist doch mehr creepy, als ich dachte. Gefällt mir. Wie lockt? Oh, hi! Okay. Vor dem habe ich nichts zu befürchten. Der ist genauso klein wie ich. Das ist mein Spiegelbild gewesen. Ah! Ah, ein Fernseher. Was ist jetzt los? Ist jemand auf dem Topf? Muss da jemand mal? Na, mal Licht aus hier. Hi. Ah. Wow, wir haben ein farbenwechselndes Waschbecken. Ist ja cool. Naja, so ganz verstehe ich nicht. Was haben wir für eine triste Wohnung? Ist ja traurig. Ja gut, gehen wir hier nochmal hin. Finster. Sehr finster. Hallo. Können wir hier wieder was... Klicketiklick? Nee. Wow, so viele Farben. Psychedelisch, grün, rot. Stühle? Was ist das denn? Wird hier noch... hier wird eine Hochzeit gefeiert. Hier sitzen die Verwandten der Braut, hier des Bräutigams. Und die können sich nicht leiden, deswegen ist der Abstand auch so groß. Ich red Blödsinn, ich weiß. Klapp. What the fuck? Was ist mit diesen Stühlen in diesem Spiel? Alter Verwalter. Komm ich hier noch vorbei? Ja. Licht, Licht. Wir bilden jetzt einen Stuhlkreis, ja wie in der Schule früher. Uah, Arschloch! Billige Jumpscares, sowas mag ich ja gar nicht. Nee, ist klar. Nö, ist klar, ich denk mir schon meinen Teil. Unser Bett ist größer geworden. Vorher hatten wir ein Doppelbett, jetzt haben wir ein Dreifachbett. Wir sind schon ein ganz schöner Schlingel. Ich habe auch keine große Ahnung, was in diesem Spiel zu tun ist. Einfach nur rum... Jetzt sind die Stühle wieder. Okay, alles klar. Es gibt keine Aufgabe. Es gibt auch... naja. Eine Story gibt's auch nicht richtig. Nur, dass halt seltsame Sachen in unserem Haus passieren. Achso, ich bin auf die Nachtsicht gekommen. Was ist denn das für ein blöder Soundeffekt? Wir starten die Nachtsicht und hören diesen... Das hier. Welche Kamera macht so ein Geräusch, wenn wir die... Hi. Es ist... ja. Lustig. Aha. Achso, ich dachte gerade, der Keller sähe anders aus. Was ist denn hier? Ist hier irgendjemand dahinter? Da geht's noch weiter. Wie komme ich denn da... Wie komme ich denn da durch? Gar nicht. Unfair. Ich bin in meiner eigenen Bude gefangen. Die Stühle drehen durch. Wow, es hat sich mal nichts getan. Was ist das jetzt? Wir haben
auch Probleme, hier unsere eigene Treppe hochzukommen. Was? Oh. Ja, ja. Ist der Herr aus dem Haus? Tanzen die Stühle auf dem Tisch. Ist jetzt schon wieder dieses Geräusch? Ich weiß, ich kann es bisher nicht zuordnen. Vielleicht im Bad. Ja, die Tür hängt halb in der Badewanne. Passt schon. Das geilste Waschbecken ever. Klo können wir nicht bedienen. Schade. Ich versteh's nicht, Freunde. Gehen wir nochmal in unseren doofen Keller. Die Bretter sind immer noch hier. Ich kann nichts machen. Viel geht eh nicht in dem Spiel. Wir können nicht mal rennen. Und auch nicht springen. Nix möglich. So, ja, und sonst so bei euch, alles klar? Wenn jetzt hier gleich nicht mal irgendwas... Was passiert, wollte ich sagen, höre ich auf, aber es passierte was. Hallo? Hallo? Achtung, Nachtsicht! Nur, dass ihr euch nicht vor diesem schlimmen Geräusch erschreckt. Oh, die Bretter sind weg. Die Bretter sind weg. Hi. Hi. Wow. Unser Keller ist größer als unsere ganze Bude. Kellerparty. Klick. Das ist ein Teddy. Oh, ist das hell. Entweder ist es zu dunkel oder zu hell in diesem Spiel. Eindeutig zu hell. Oh ja, das Licht ausmachen. So, brauchen wir nicht. Hey, Teddy! Das ist gar kein... Nur ist ein Teddy. Ich dachte, es wäre ein Hundchen, aber es ist ein Teddy. Ein süßer kleiner Teddybär. Was ist das denn schon wieder? Schon wieder ein Fernseher? Was geht hier ab? Ja, das kennen wir jetzt schon. Auf den Effekt scheint der Entwickler stolz gewesen zu sein. Hier ist es finster. Hi. Oh. Kisten. Boxes. Oh. Oh, die Nachtsicht ist auch nicht besonders, also... Naja. Passt zum Rest des Spiels. Fragile. Aber ist ja ein Lichtschalter. Klick. Schon besser. What the f... Jawohl, der tollwütige Stuhl wollte mich killen. Aber schla... Hallo, du... Oh. okay. Das ist der dünnste Teddy aller Zeiten. Oh, abgeschlossen. Ah. Ich wusste, dass was passiert. Ja, wenn die Türen hier abgeschlossen sind, passiert immer was. Das ist klar. Wow, können wir die durch die Gegend kicken? Cool. Ah, Mensch, jetzt wollen mich die Tür... geil. Oh, die Bretter sind... laut. Oh, wir sind wieder in unserem Schlafzimmer und alles war nur ein Traum. Ne? Hä? Wie jetzt? Alles von vorne? Ist nicht dein Ernst jetzt, oder? Also es war jetzt anscheinend alles ein Traum und wenn jetzt alles von vorne losgeht, dann ohne mich. Ohne mich. Nicht noch einmal.
Ich weiß nicht, ob sich irgendwas getan hat jetzt hier. Ich gehe nochmal schnell den... Nö, hier ist jetzt abgeschlossen. Ich kapier es nicht. Wow, der Ball. Das ist genau wie eben gerade. Ja, die Stühle. Aber ich hab keine Kamera mehr. Die lag ja vorher hier. Okay. Immer noch zu. Ah. Wow. Hast du das jetzt verstanden? Ich habe nämlich nicht verstanden. Darauf ein Schluck klaren. Prost, Frost, Frost. Und wisst ihr was? Das Schönste ist, von diesem Spiel gibt es auch noch eine Fortsetzung. Paranormal Activity 2. So, das spiele ich jetzt direkt im Anschluss. Ihr könnt das, weiß ich nicht, wann ihr das sehen könnt. Entweder morgen oder übermorgen. Mal gucken, wann ich dazu komme, es hochzuladen. Ja, ja, gut. Es war nichts Besonderes, aber ganz witzig. Immerhin witzig. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Bye, bye.